So, da sind wir wieder bei Beyond Two Souls und werden vielleicht in dieser Sitzung das Spiel beenden. Man weiß es nicht. Aber die Sitzung, die wir zuletzt noch bei der letzten Folge kurz gesehen haben, die wirkte so nach so einer Endbesprechung. Die Beta-Sonne. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Ja, so läuft's doch immer. Und sie kommt nicht raus? Oder kommt sie gerade? Doch, sie kommt gerade raus. Ah, da steht unser Freund, den wir ja an sich lieben, den ich aber eigentlich gar nicht mag. Aber immerhin hat er für uns ein Auge verloren. Pentagon-Obermacher kann ganz schön nerven. Da hat ja keine andere Wahl. Ne, das ist richtig. Zynisch. Ja. Oh, Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus, mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Manipuliert? Ja. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Was wirst du jetzt tun? Weit weg. Ich weiß nicht. Das ging jetzt gerade weg. Ja. Es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Ja. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Aiden, wir müssen bei Aiden. Aiden. Ja. Was ist mit Aiden? Ich gewöhne mich dran. Echt? Er sieht sicher irgendwann auch an mich. Na, da bin ich mir nicht sicher. Nee, glaube ich auch nicht. Wir haben was gemeinsam. Wir beide haben dich gern. Nachdenken. Ja. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich wollte nur nachdenken. Ich verstehe schon. Ich wollte ja vielleicht nachher zu sagen. Also, was auch immer du tust, vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Ja, ich weiß nicht, Nathan spielt ja jetzt auch keine so schöne Rolle mehr hier. Da habe ich ja letztes Mal auch schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich dem traue. Oh, was hat er gesagt? Ich habe es nicht mitgekriegt. Genau. Das Richtige. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung.
Echt? Ist das so einfach? Ich würde mich da ja nicht wohlfühlen, ey, mit dem Ding da. Dem Ding. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken hier. Kann ich irgendwas. Ich kann hier nicht reingucken, schade. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Jetzt kannst du vielleicht da reingucken. Ich hoffe. Was immer Nathan sagt, pass auf. Siehst du? Der traut ihm auch nicht mehr. Ja klar, ich meine, der forscht hier an diesem scheiß Tor da zur Infrawelt. Ja. Was doch volle Kacke ist. Ja toll, jetzt kann ich ihn nicht mehr holen. Fantastisch. Ja, bitte? Ja, danke. Mach doch mal die Tür auf. Gut, die sitzt da auch schon so bossmäßig. Boah, dem sein Büro ist größer als meine ganze Wohnung, ey. Nee, ich, wofür braucht man so ein großes Büro? Das wird nur alles schaubig. Es ist so schön, dich zu sehen. Wie ist es? Ja, wir müssen auch mal ernsthaft reden. Der Turm ist weg. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, gibt es jetzt Kohle für uns. Du existierst nicht länger. Okay. Ja, machen wir auf. Ja, ja, ich versuche es. Wer sind wir denn jetzt? Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. So lange bist, dass sie dich wieder für irgendwas brauchen. Elizabeth, so hat er uns vorgestellt, als wir bei den Arabern waren. $500,000. Ausgesagt. Für geleistete Dienste. Jo, danke. Das hilft dir beim Neuanfang. Boah. Ja, akzeptieren. Klar. Ja, ja, klar, akzeptieren. Ist ja nicht so, als wenn wir geldgierig wären, aber. Habe ich noch eine letzte Bitte an dich? Ah, nee, siehst du. Kriegst du 500.000 wieder. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Es war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Und jetzt? Oh, was hat er gemacht? Oh Gott. Will ich das wissen? Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Oh mein Gott. Oh oh. Ich glaube, das ist Quälerei. Hallo, meine Süßen. Das sieht mir auch eher danach aus. Ja. Ich glaube, denen geht's nicht gut da. Ja,
Und er will wahrscheinlich, dass wir sie jetzt komplett rüberholen. Eine fehlt mir so sehr. So wie Aiden. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Ja. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Nee. X. Abweisen. Nein. Nein. Tu das bitte nicht. Ihre Stimmen sind verschwunden. Seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jody, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Echt jetzt? Jetzt muss ich wieder verbinden. Ja gut, aber sie wird ja mit sich selber irgendwie... Naja, mal gucken. Schauen wir mal. Genau. Sagt jetzt bestimmt was, was ihm gar nicht gefällt. Mhm. Lass uns gehen, Nathan. Ja. Du tust uns weh. Wir wollen endlich gehen. Lass uns los! Du lügst. Helen hat das nicht gesagt. Du warst das. Du hältst sie hier fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Argumentieren. Ja. Ja. Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts. Verstehst du mich? Gar nichts. Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Ja, wenn der Tod nicht ist, dann bring dich selber um, dann hast du das. Ja. Ist er auch mit denen zusammen, ist das in Ordnung. Achso. Jetzt schiebst du sie ja nur. Das geht nicht. Nee. Aber, wo wir schon wieder nochmal hier sind, ich guck mal eben rein, was der treibt. Ja. Er steht nur doof rum, so wie es aussieht. Okay. Ja. Gut. Moment, wir müssen noch keinen Unsinn machen. Nichts machen, dann geh mal weg. Bevor der dich nachher wieder schnappt oder so. Wer weiß, vielleicht müssten wir auch zu ihm nochmal gehen. Kann durchaus auch sein. Mhm. Weil sie jetzt in die Richtung geguckt hat. War übrigens, um das mal so
zu thematisieren, nachdem ich ja zwischendurch auch bei anderen mal so geguckt habe, wie die teilweise Sachen anders gespielt haben als wir. Mhm. Die Sache in bei den Navarro. Ja. Da war doch am Ende diese Szene auf diesem Indianerfriedhof, wo wir diesen Typen da oben in den Bergen wieder gesehen haben. Und ich dann gesagt habe, ob wir nochmal zurückgehen müssen. Da war doch dieser komische Geistertyp, der da oben dann stand. In dem. Und ja, da hast du zu mir ja gesagt, nee, du musst nicht nochmal zurück. Ja, und da ist dann jemand noch zurückgegangen und er ist dann in eine Höhle gekommen, wo dieser Typ war, beziehungsweise wo der reingegangen ist. Und da gab es dann so Wandmalereien und da sahst du unter anderem eine Malerei, die genau so war, dass, ja, wie sie das, so ein bisschen wie sie das Bild mit Aiden gezeichnet hatte, als sie klein war. So mit dieser Nabelschnur am Körper und also da scheint ein Zusammenhang zwischen diesen Leuten zu bestehen, dass die auch solche Existenzen da wohl, dass die auch so eine Verbindung irgendwie haben. Mhm. Vielleicht nicht ganz unwesentlich, das mal erwähnt zu haben. Mir doch egal. Ja, ja. Ja, nee. Ups. Ist klar. Oh. Ist das zu fassen? Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Ach was. Ich euch. Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Ja, schade, ne? Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Ja, Psychiatrie. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Wie bei der Mutter. Genau. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ah, scheiße. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Ich bin echt. Auf Wiedersehen, Jody. Kann ich nicht. Aiden, komm her. Sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Na, halt die Fresse. Ah, du Hallo? Oh mein Gott. Hallo, ich will Aiden haben. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon? Wovon redest du bloß? Was ein Dämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Ja, Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Oh, wenn wir könnten, wir wollten, ne? Würden wir den jetzt auch vorhin treten, ey. Ja, eben. Richtig schön mit Anlauf. Mann. Oh okay. Gott. Ah, da unten. Da bei ihr kannst du was machen. An der Hand. Ja, da. Ausziehen. Du schaffst das nicht, Aiden. Was? Versuch was anderes. Okay.
Ist bei ihr noch irgendwas? Guck mal mit ein bisschen weiter Abstand bei ihr. Ja, ich wollte mich erstmal umgucken, ob hier noch was ist. Weil sie ist ja schließlich. Da haben wir nämlich was. Nutzt nichts. Polhilfe. Polhilfe. Schnell. Cool. Oh, cool. Ja. Wo sind wir jetzt? Du bist durch die Decke. Shit. Wo ist der Rest vom Team? Da. Ist er, wo ist er? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel. Da ist vorne drin. Diese Bastarde. Oh, die beiden. Komm hey, schon. Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen. Bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Jetzt. Na komm, du kannst gegen einen doch. Echt? Ihr könnt doch nicht einfach so weitermachen, sondern. Hallo, was ist denn Jungs, was ist los mit euch? Wecki, wecki. Ah, kommt schon. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Nein, tun sie nicht. Ja. Aiden? Ja, Aiden. Bist genau. Du es, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Da, bei Ihnen. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Waka, waka. Okay, jetzt musst du wahrscheinlich den Weg... Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, jetzt muss sie irgendwas da... Gucken, kann man das irgendwie... ...umschmeißen. Gut, so, und jetzt? Achso, ja. Ah, da, du musst den die Weg... Ja. Hier lang. Müsste ich den Weg aber auch selber machen. Nee, da hinten. Ja, ist du klar. Du musst nur deiner eigenen Spur folgen. Ja, stimmt. Jordi! Ja. Okay, verstehe. Bisschen schneller wäre nicht schlecht so. Ja. Ja, toll. Auf weiter. Genau. Da. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Jupp. Richtig! Clever Sketch. Ah, da war. Wieder einfach durch. Wahrscheinlich nicht, aber da können wir ja wohl was tun. Ja, da oben. Rechts und genau. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Ja, super. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige Ihnen... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Boah. Aiden! Los! Ja. Hau ihn um! Ja, wir brauchen ihn ja nur an ihm vorbei, Aiden. Ja. Moment. Da. Tisch 42, hallo? Hallo? Jetzt hat er auf einmal die richtige Autorisation. Ja. Was wollte er noch machen? Genau. Wir können. Ja. Gutes Zeichen. Ha?
Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton? Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Ja, wie wär's mit der Entschuldigung? Ja. Sie durch. Danke. Schnell halten. Führ uns zu Jody. Gut. Und jetzt? Ja, nicht so schnell. So schnell bin ich. Da war irgendwas. Da. Da. Da ist die Tür. An der Tür. Genau. Los, geht da rein. Jody ist hier? Jo. Du konntest da, da war gerade irgendwie ein blauer Punkt. Ah, nee. Jody! Sie ist raus. Komm her. Nathan. Hei. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Oh oh. Zu spät. Ich fürchte, es ist zu spät. Das Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Nein. Ist okay. Ist okay. Hier lang. Beeilung. Nein. Oh, 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 oh. Das ist zwecklos! Hier lang! Sofort raus hier! Sie kommen! Komm schon, Jody! Ihr habt vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Ich dachte, der Kohl muss irgendwann aufgehen. Oh nee. Warum? Oh, nein! Ich, das ist doch nicht viel. Sie sind raus! Mein Gott! Sie kommen raus! Sie waren es! Wir können sie nicht stoppen! Oh nein! Der Schild funktioniert nicht! Ach. Jod. Du bist nachher wieder verarscht. Ich sollte sie ja, töten. Echt. Ja, aber genau. Das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie sie. Gehen Sie mir aus dem Weg. Clayton, oh. Sie werden mich sofort ausbringen, Clayton. Action Clayton, das ist dein Befehl. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Ja. Wir werden allen sterben. Ah, ja. Aiden, kann der was machen? Nicht jetzt, Aiden. Nee. Was? Komm schon. Hier muss ich. Nee. Okay, dann muss ich wohl an die Computer. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Dann rennen wir. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance. Ich hab doch voll getraut. Eine große Chance. Aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole.
Wir müssen raus, er lasst das Militär bezahlen für den Mist. Ja, nimm dir auch so ein Jody, Ding. Nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ja, also. Auf geht's hier. Nein. Ich wollte schon immer helfen. Dann Glückwunsch. Das ist deine Chance. Ja. Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das hätte er ja auch mal vorher sagen können. Ja, oder? Irgendwie schon. Scherzkeks. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Na, dann rennen wir. Jody, du darfst nicht zu nah an sie rankommen. Ach. Wenn sie uns bemerken, sind wir tot. Okay. Dann werde ich wohl mit Aiden nicht viel machen können. Nee, du solltest jetzt aber davon hingehen. Ja. Nö. Die sehen uns! Los, lauf! Nein. Fuck! Jody, sie kommen! Jody, nein! Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Beta-Sonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Ich will Aiden holen. Der soll ihn heilen. Hey. Da. Ich verstehe das gerade ja nicht. Wieso? Achso. Aiden hat getan, was er konnte. Und jetzt? Ist er noch tot? Ja. Ach so, scheiße. Aiden, du hast nichts drauf. Ja gut, keine Zeit zu träumen. Wir müssen die Welt retten. Oh.
Mein Gott. Los, ziehen wir es durch. Alter. Dann halten die Dinger so. Keine Ahnung, hat keiner uns erzählt. Ich hab. Ja. Wie all diese Seelen! Du kennst dich selbst nicht mehr durch deine Trauer! Deine Frau und Tochter sind tot! Nichts kann das noch ändern! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Lass mich vorbei, Nathan! Der Kondensator muss vernichtet werden! Du weißt, das ist der einzige Weg! Bin mir auch noch nicht sicher. Ja. Oh, oh. Genau. Ja gut. Wenn sie nicht kommen, kommt er halt. Ja. Das ich hab euch doch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Oh Mann. Du kannst das groß beenden, Jody. Ja, warum nicht gleich so? Nee. Tu es. Echt? Tu es für mich. Ja, was wir schon alles für dich tun sollten. Ja, aber wirklich, ey. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Wow.
Aber wie groß ist denn dieses Ding eh? Verfluchte Monster! Ohne Dämmungsgürtel wären wir tot! Oh ja. Apropos. Oh, super. Aber da Ersatzbatterien oder was? Mein Eindämmungsfeld ist kaputt. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Denk nach. Mir muss was einfallen. Na, es gibt eher deins. Hier. Nein, 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 was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Peterson. Jetzt nimm was und tu es. Diese Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Ja, aber er könnte ja eh nichts machen. Nee. Schätze ich mal. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Ach jo, jetzt verliert sie wieder alle, die sie irgendwie. Ja. Lieb gewonnen hat. Das übliche halt, ne? Ja, ja. Dass er stirbt. Ja. Ist er vielleicht noch da? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Dicke Fies. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Fühlt sich gar nichts mehr an. Also, schon noch. Ist schon noch, ja. Aber ist bestimmt auch warm hier. Dann wird die jetzt immer jünger. Könnte natürlich sein. Sie nachher tatsächlich als kleines Kind da. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, diesmal gibt's 30 Ärger! Ja. Macht die gerade ihr Leben durch oder so. Ja. Ja. Scheiße. Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling, er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten mein nichts für ihn Sohn. Tun. Ach ja, genau, wir sind ja ein Zwilling. Ja. Ah, okay. Deswegen hat die auch die Verbindung zu dem. Hm. Okay. Mein Zwilling. Das ist süß. Geht so. Flatliners. Erinnert mich jetzt irgendwie daran. Ja, so ein bisschen. Aiden. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Aiden ist nackig. Ja, was sagen, hallo? Ich hab dich geliebt. Nee, der hat wohl nie Klamotten gewesen. Und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Der ist jetzt nicht mehr so schön. Hm. Nee.
Oh oh. Ist Aiden jetzt ganz weg? Das vermute ich mal. Boah. Ja, jetzt? Sollen wir uns jetzt für eine Seite entscheiden, oder was? Dann nimm die helle Seite. Ja, müssen wir uns. Ja, ich wollte eigentlich auch lieber in die helle gehen, ja. Ja. Die andere Seite. Eine andere Welt. Ja, guck mal, sind die beiden. Man wird zum Wind, ja. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Ach so, rechts ist die Welt. Ach so, das konnte sie sich jetzt anschauen. Jetzt können sie die andere Seite wohl auch nochmal gucken und dann entscheiden wir uns wohl. Ja. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Ja, dann doch rechts. Ja, sterben kann sie, tut sie doch früh genug. Ja, Leben. Ja. Ja, wir entscheiden uns für Leben. Natürlich. Na gut. Hätte ich ja auch gemacht. Das sah ja so aus, als wäre Ryan doch noch da. Mhm. Und die liebt sie ja wohl, also von daher. Kann sie vielleicht endlich sesshaft werden ohne Aiden? Ja. Ui. Eieiei. Ich war jetzt schon im Entspannungsmodus, das geht jetzt so nicht. Da habe ich gerade schwere Vibrations gehabt. Ein starkes Kribbeln. Ja, ein starkes Kribbeln. Ja. So, und jetzt fliegt die Hütte in die Luft, oder was? Wir leben. Oi. Ich glaube, sie ist schon in die Luft. Ja. Aiden? Nee. Ja, weg ist er. Weg. Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Nee, Schluchz. Ja, wollte ihn eigentlich loswerden, aber jetzt ist wahrscheinlich auch doof. Ja. Tja. So endet es aber nicht. Es endet glücklich. Möchte ich mal möchte ich jetzt mal den Spieleherstellern raten. Sonst spiele ich Detroit Become Human nicht. So, gucken wir mal. Ryans Erklärung abgelehnt oder auf. Oh, wir haben Cole geheilt. Cole wir haben geheilt. Oder lebt er noch? Wir hatten ihn an einer Stelle geheilt. Ryan überlebt, 89%. Oh, der hätte auch sterben können, okay. Oi, oi, oi. Leben gewählt, 82%. 18% wollten tatsächlich. Okay. Bye, bye. CIA Geld angenommen für 71%. Das passt schon. Dawkins überzeugt, begeht Selbstmord, 75%. Ja. Ja, okay. Beta-Sonne deaktiviert, 96%. Was ist denn mit den 4% los? Die haben es nicht geschafft, die sind hops gegangen. Ja, ich denke auch. Unfassbar. Epilog, das ist er.
Ja. Jetzt sehen wir wahrscheinlich sie mit Familie, mit so 10 kleinen Blagen. Na, aber das Häuschen ist schon mal schön. Siehst du, das war das Ende, was ich sehen wollte. Ja, sehr hübsch. Ein Hündchen noch dabei. Ja, das kann man sich eigentlich ein Horn auf der Wiese. Sonne zerstört, aber der Hase. Ja. Bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Ja, es geht uns eben. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten, zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ja, du bist ja nicht mehr wichtig. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Nachvollziehbar. Aber wo ist jetzt Ryan? Ja, hab ich mir auch gerade gefragt. Guck mal, Cole. Guck mal, er lebt. Cole lebt doch? Ja. Er lebt. Ja gut, Aiden hatte getan, was er konnte. Wir haben ihn nur da liegen lassen, aber... Ja. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Ryan. Ryan, ja. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Das neue Zuhause? Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Ui!
Du hast eine Tüte fallen lassen. Hey, kennt mal bitte, die waren Romantiker hier. Ja. Entschuldigung. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ja, cool. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ja, und die 500.000, die Nein, und ich habe nie wieder darüber geredet. Ja, glaub ich auch. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Aber. Bui. Bui. Oh, ist das schön da. So fast die blaue Lagune gerade. Ja, wir haben ja so einige Filmchen. Lagunen haben wir ja auch schon durch. Ja. Tja, nur was ist jetzt eigentlich mit der Mutter? Die sitzt immer noch da, oder? Die sitzt immer noch, ja. Hat ja niemand was am Zustand verändert. Ja. Ups. War das eigen? Auch gerade gedacht. Oh, guck mal. Ah. Wie schön. Oh, oh. Perfekt. Jetzt kommt der weiße Hai noch aus dem Wasser und holt sich. Boah. Oh. Oh je, was ist das denn? Wer läuft denn da? In der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Stimmt, dieses Bild hatten wir da auch mal zwischendurch. Ah. Wo sie die ich Zukunft sag mir dann, gesehen. Das sind nur Albträume, aber. Ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Oh, der ist aber nicht so dolle. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Wollen wir hin. Okay. Uiuiui. Das klingt nach dem zweiten Teil. Ja, aber das Spiel ist ja schon 8 Jahre alt oder so. Ja, und? There's no telling what we'll find down there. How much time do we have? Hätten sie da nicht schon längst eingebracht.
Von wann ist es? 2013? Ja. Ja, das GTA auch. Ja gut, aber das ist ja ein Spiel, was man immer spielt, während man das hier einmal durchspielt und dann war's das. Vielleicht noch ein zweites Mal. Naja, aber es muss ja nicht unbedingt eine Fortsetzung geben, das kann ja auch einfach sein, dass andere das Gefühl mitgegeben wird, so dass es die Zukunft. Ja. Ach, okay. Norman Corbijn war der Komponist der Mucke für Heavy Rain. Ach so. Dann ist der gestorben, als das gerade fertig war. So, ich weiß nicht, ob ich das abbrechen kann. Kann ich nicht, aber die Musik ist auch nicht so laut, das ist eigentlich ganz okay. Ja. Also, ja, aber auf jeden Fall ein Hammerspiel. Ja. Fand ich auch von der Handlung her, wie gesagt, stimmiger als Heavy Rain. Und spannender irgendwie auch. Spannender auch, sah besser aus, hat einfach insgesamt mehr Spaß gemacht. Natürlich ist die Handlung ein bisschen abgehobener, logischerweise. Aber wenn man das akzeptiert, dass es um Übersinnliches geht, dann finde ich, war das in sich schlüssig gemacht. Also habe ich keine Fragen mehr. ja, und das macht natürlich dann auch Lust darauf, dass wir dann das neueste Spiel von denen noch spielen. Wo wir noch auf ein Angebot warten, kleiner Hinweis. das wäre dann Detroit Become Human. Das werden wir auch noch spielen, aber 40 Euro, nein. Nee, da würde ich auch erst noch warten. Machen wir auch. Für 20 sind wir dabei. Ja. Nee, es war auch viel, ich fand es insgesamt viel aufwühlender auch als, ich meine, Heavy Rain war ja auch schon so ein bisschen mit, der sein Kind verloren hat und so, seine Frau hat er ja auch da verloren und diese Dinge. Aber sie hat ja, kam ja von einer Trennung in die nächste. Fand ich schon extrem, obwohl sie auch immer wieder nette Leute kennengelernt hat auf ihrer Reise. Und auch immer wieder Arschlöcher. Ja. Das Einzige, was halt ein bisschen verwirrend war, war dieses Hin- und Herspringen. Ja gut, die Zeit, der Zeitstrang. Wie gesagt, man könnte es eigentlich auch chronologisch spielen. Hatte ich eigentlich ursprünglich vor, aber habe wohl falsch ausgewählt. Du bist schon. Ja, nein, nee, aber sehr, sehr gut. Aber in der Ursprungsversion ist das Spiel so geplant, dass man es so durcheinander spielt. Das ist nur durch die haben das als Remake ja nochmal rausgebracht, was wir jetzt gerade spielen. Und da haben sie erst die Möglichkeit hinzugefügt, dass man es chronologisch spielen kann. Ja, will ich noch was dazu sagen? Nö, also ja, ein Happy End haben wir ja im Grunde hinbekommen. Ja. Das ist in Ordnung. So ein paar Sachen, ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen heftiger sein können. Das sind so Sachen, die würden vielleicht reizen, das nochmal zu machen. Also nicht das ganze Spiel, du kannst ja Kapitel neu spielen oder so. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut bei jemandem, der da ziemlich rigoros durchging, der schon am Anfang bei dem Test von der, wo sie diese Karten rausfinden musste, wo er nachher so ein bisschen, ob er noch ein paar Sachen umstoßen könnte da im Labor und so. Der hat die Frau, die da im Nebenraum war, in den Wahnsinn getrieben. Der hat nicht mehr aufgehört, der hat alles gemacht, was geht. Und den habe ich dann nachher auch noch gesehen, wie er dann bei der Party war und Rache geübt hat. Und er hat nur für eine Sache noch zurückgeschreckt. Er hat es so weit gebracht, dass eine Kerze von so einem Board darunter fiel und direkt vor dem Vorhang liegen blieb. Und er hätte dieser Kerze jetzt nur noch einen Schubs geben müssen, um das Haus abzufackeln. Und das hat er dann aber nicht getan, aber nur weil Jody aus dem Hintergrund im Beruf Aiden, hör auf, Aiden, hör auf. Und dann hat er das sein gelassen. Okay.
Das hätte ich ja eigentlich auch gern noch gesehen. Ja, also ich glaube, es wäre auch ganz schön gewesen, wenn man nicht nur die Prozentzahl angezeigt bekommt von dem, was man geschafft sondern hat, was sondern auch die Prozentzahl, was anders möglich gewesen wäre, ne? Was die anderen gemacht haben. Das aber ich glaube, ja, ich glaube, sie machen es deshalb nicht, damit du es nochmal spielst. Damit du selber rausfindest, was hätte man denn anders machen können. Ja, aber letzten Endes weißt du ja gar nicht genau, welche Entscheidung hat man nochmal getroffen. War das jetzt das oder müssen wir da vielleicht doch anders? Und ne, ich glaube, das ist, weil teilweise waren die Kapitel ja dann doch ein bisschen länger. Das ist, glaube ich, schwierig. Ja, ich wüsste einige Sachen, wüsste ich jetzt, wie ich sie anders probieren würde. Nicht weil es dann besser wird, sondern weil ich einfach den anderen Weg gerne sehen würde. Also wüsste ich schon noch ein paar Sachen, wo ich da genau anders... Oh, was haben wir für Errungenschaften? Dawkins überzeugt, Beta-Sonde deaktiviert und diesseits Errungenschaft das Ende. Okay. Epilog-Entscheidung. Also Ryan gewählt. Genau, und da waren noch vier andere? Ich dachte, es waren nur drei andere. Mhm. Vier andere waren es? Ich weiß auch nicht mehr genau, wer es alles war. Ja, ich konnte es auch so schnell nicht erkennen, wer das jetzt genau war. Muss ich mir selber in unserem Video nachher nochmal angucken. Aber Cole war nicht dabei, ne? Weil sonst hätte ich nämlich eventuell Cole gewählt. Aber den haben wir nicht gesehen. Nicht. Ich meine, den nicht gesehen zu haben. Nur mit Cole haben wir ja eigentlich keine, also es wäre wohl dann keine Liebesbeziehung geworden, oder? Ja, man weiß es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Eigentlich hat er auch mehr was Väterliches dann gehabt. Ja, auf jeden Fall total super Spiel, hat riesen Spaß gemacht und hat sich gelohnt und ich hoffe, das Zuschauen hat ebenfalls Spaß gemacht. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit Alan Wake, was auch ein ziemlich storylastiges Spiel ist. Und auch spannend und lustig sein soll. Ich bin gespannt. Ihr dürft auch gespannt sein. Ist auch ein älteres Spiel schon, muss ich dazu sagen. Mehr haben wir nicht zu sagen. Oder jemand noch ein Abschlusswort? Ja, kann ja mal sein, dass euch noch irgendwas auf der Seele brennt. Nö. Ich habe alles gesagt, ne? Ich habe die Leute totgequatscht. Das wackelt in der Luft. Genau. Okay, dann ich drücke mal eben auf Weiter. Vielleicht passiert ja was. Nee, passiert nichts. Okay. Zusätzliche Inhalte. Ach, neue gemischte Reihenfolgen. Hast du immer verschiedene... Okay. Bonus. Fortgeschrittene Experimente. Hey. Bonus. Designpaket. Vorschau to Souls. Achso, nee, das sind so. Okay, fortgeschrittene Experimente. Sorry, ich muss jetzt mal irgendwas gucken. Das heißt nicht, dass wir weiterspielen, das heißt nur, dass ich jetzt was sehen will. Was ist das? Das ist die Zukunft. Okay, Holmes, Schluss mit Spielen. Wir machen diese Übung hier, um zu sehen, ob du und Aiden imstande seid, im Einsatz Probleme zu lösen. Dein Ziel ist simpel. Arbeite dich mit Aiden gemeinsam durch den Kurs. Und finde den Weg raus. Das wurde du musst clever sein. Und unter Druck gelassen bleiben. Die DPA-Oberbosse haben diese Trainingsanlage speziell für dich und Aiden gebaut. Also enttäusche sie nicht. Ich bin im Kontrollraum und überwache dich dabei. Ja, dann geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Sinne hier. Jetzt habe ich hier schon eine große Abschlussrede gehalten und jetzt sind wir wieder mittendrin im Game. Sag's ihm, Jody. Mach dein Ding. Wobei ich annehme, dass das ein Minigame ist. Glaube ich auch. 30 Minuten. Okay. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, hast du da so einen Controller? Mach schon einen. Oben rechts halten und diesen Kreis halten. Okay.
Bisher habe ich noch nicht erkannt, ob hier irgendeine Logik gefordert ist. Also die ist ja wahrscheinlich gefordert. Ja, ich habe aber noch nicht erkannt. Alten? Jetzt nimm Alten wieder. Da. Da. Sind drei verschiedene. Ja. Das war scheinbar eigentlich egal. Ja. Ja, ja, hat schon gereicht. Kommt schon durch. Da unten. Alter, Eiden. Rechts das Kontrollpanel. Na guck mal, aber er kann nichts machen, dann muss sie das machen. Ja. Stimmt. Ah, super. Dann kriech mal durch. Boah. Nö. Ich sehe nicht mehr viel. Ich sehe nichts. Beiden? Na. Ach, das zeigt dir, wo du her sollst. Ja, ich glaube, das leuchtet. Kann das sein? Ich. Jetzt guck noch mal bei ihm so und jetzt guckst du. Genau, das sind ja noch mehr. Ja, noch mehr. Ja. Vielleicht sollten wir uns eigentlich nur den Weg markieren und nicht ja, eben. Sinnlos irgendwie. Ich hätte alles angemacht. Ja, und dann sehen wir überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Ja, aber egal. Aber es ist stockfinster, guck mal. Ja, ich muss um eine Kurve rum, wo das... Ich glaube hier. Da müsste dann irgendwo eine Wand leuchten, oder? Nee. Ich komme nicht weg. Du siehst das nur mit einem. Also jetzt guck mal nach. Warte mal. Also du gehst jetzt ein paar Schritte nach links. Warte, diese Wand leuchtet jetzt. Okay. So. Und geh weiter nach links. Genau. Ja. Da jetzt rum. Ich seh nichts. Und da zu der Wand? Ja, kannst du auch machen. Was ist denn das Ding, wo wir jetzt hin? Ja, das frage ich mich auch gerade. Da hinten ist die Tür. Von ja, da sind wir gekommen, oder? Vier, ist richtig. Okay. Ja, dann brauchen wir bloß ein Stückchen geradeaus und dann nach rechts. Nach rechts. Da ist die Tür, genau. Gucken wir mal, ob er so hinfindet. Schwierig. Nee. Ich glaube, ich hole ihn immer noch. Ja. Ja, aber was sind wir jetzt? Ja. Stehen jetzt genau davor. Die falsche, glaube ich. Nee, die Tür müsste da. Rechts. Da. Ja, genau. Ja. Also rechts rum. Da ums Eck. Genau. Oh oh. Oh Moment. Wo führen die hin? Weiden mal gucken. Das ist wieder sowas, wo du gucken. Ach du Scheiße.
Ja, da musst du wahrscheinlich die Hand also aufhalten. Erst die Mitte, um das Vorderste wegzumachen. Ja. Genau. Halt mal die Hand drauf. Ist die Frage, ob wir, vielleicht müssen wir da gleichzeitig was. Geht doch gar nicht. Ja, sie hält die Hand drauf und einen macht dann. Das ja, dann machen wir die Mitte. Und jetzt holst du einen. Naja, eben. Das war der Gedanke nur. Ich weiß nicht, ob das. Okay, probieren wir hier auch die Mitte. Ja. Nee, rechts. Ja, ist ja. Ich meine, so, die ja. Mitte meinen. Meinst du recht, genau. Okay, müssen wir aber wohl mit allen dreien machen. Ne? Mhm. Du hast dein Katschinchen da drauf. So. Die untere. Ja, das war ja jetzt nicht so schwer. Ich dachte, da wäre was anderes hinterstecken. Ich bin aber auch froh, dass es nicht so schwer war. Ja, es geht trotzdem nicht auf. Okay. Ist wohl doch schwerer als. Moment. Was da oben. Führt das noch hin? Ach, warte. Moment. Nee. Ja, eben einen gucken wir lassen hier. Wo führt das noch hin? Ist da ein Nebenraum? Versuch die Tür damit an. Ah, von der anderen Seite öffnen, okay. Ja. Geh mal höher und guck mal auf der anderen Seite. Okay. Weiter weg kann ich jetzt nicht. Ah, da. Ja, links der Schalter. Wahrscheinlich. Ja, aber der hat aber keinen. Ist ja kein Punkt. Und oben drüber? Ah. Nee. Hä? Doch. Okay, das scheint ein anderer. Ja, also. Aber das war die 5. Moment. Eben, das passt. Ist noch nicht. Du musst jetzt durch. Doch. Ach ja, das ist die Tür. Das ist die Tür. Schnell. Andere Richtung. Sieht nach Laser aus. Ja. Na da. Ah, kannst du drauf klettern. Gut, dass wir dich uns ein Stück weiter da drüber. Ja. Komm ich denn da rauf? Ja. 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 Ich würde mich vielleicht vorher da drauf stellen. Jo. Kann man machen. Wie töd. Ich bitte mal hier runter. Wahrscheinlich, wenn du zu langsam bist, dann geht wahrscheinlich der Laser an, dann bist du Futter.
Ach, da kann man uns sehen. Hm. Wir sind im Fernsehen. Ja, ja, drum Eier. Wir mussten uns da einklemmen, glaube ich. Oder? Nee? Ja, kann sein. Warte. Die können wir bestimmt mal runter. Was haben wir hier noch? Ist auch noch ein. Ach, da muss ich auch noch drauf passen. Okay. Dann müssen würde ich glaube ich zuerst machen, ne? Ich will nicht wissen, was das für ein komisches Ding da ist. Ne. Okay, jetzt. Und jetzt? Und jetzt muss es aktivieren. Du musst jetzt machen. Ja, und jetzt? Gute Frage. Fahr's nochmal runter. Ich glaube, du musst dann nur. Ja. Du musst dich dann da dran hängen, irgendwie, glaube ich. Was ist denn eigentlich mit dem Ding, was da? Da, ja, das weiß da. Ich auch nicht. Was, Aiden hat da nichts angeträgt gekriegt. Nee. Und das Teil, ja, das Teil oh, muss die, doch das ist eine Kugel, dagegen, die muss ne? Ja, naja. Das passt zusammen. Okay, aber wie kriegen aber wie das soll zusammen? Sie da rüberkriegen? Doch, jetzt doch, ist da. Ein Punkt. Super. Okay, ah, jetzt ist sie locker. Jetzt kannst du bestimmt ziehen oder so oder schieben oder was auch immer. Meinst du? Ja. 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 So. Und dann aktivieren und hochfahren. Ich glaube, dann ist das. Nee, nicht mehr zurück. Zurück ist nix. So, jetzt müssen wir jetzt erst drauf. Kannst du hier anschubsen? Ne, mach mal das, aktivier mal das Feld da, wo die Hand drauf kommt. Ja, das meinte ich doch. Vielleicht ist das magnetisch oder so, keine Ahnung. Das meinte ich doch. Jo, plopp. So, und jetzt, jetzt einen. Und jetzt nochmal zurück. Oder? Wieso? Ja, der Zimmer, das Wasser. Genau. Ja. Oder auch nicht. Also, jetzt musst du loslassen. Doch, jetzt musst du loslassen. Achso, ja. Boah! Yeah. Eieiei. Wrecking Ball. Oh Gott, das war dann, ey. Also da muss ich auf jeden Fall da drauf stellen. Aber erstmal die Leiter. Runter. Genau, die Leiter runterlassen und Hand drauf. Genau, dann gehst du da hoch. Ja, aber jetzt aufstellen. Ja. Oh yeah. Was war das? Schon 20 Minuten. Ah, die Leiter musst du wahrscheinlich runterlassen. Irgendwie.
Okay, die haben wir auf die Höhe von dem Ding hier gebracht. Den können wir jetzt nur da rüber, aber was nützt uns das? Du kannst da hochklettern. Ah ja, richtig. Genau. Hochklettern, da draufstellen und damit einen das Ding wieder zurückschubsen. Gehen wir da hoch? Ja, ne? Das sind nee, die Leiter. Das ist die Leiter. Ja, die, genau. Hallo. Hallo, du sollst hoch. Da ist es. Sag mal. Fräulein. Sag mal. Wir verstehen uns gerade nicht sehr gut. Ne? Jetzt. So, jetzt springen wir uns da drauf. Genau. Nein, nicht so weit, nicht so weit. So, jetzt müsste sie ja hier dran kommen, oder? Können sie da nicht hochspringen? Ne, du musst da. Muss ich das runterlassen? Bestimmt. Was sind wir denn da noch? Okay, da geht noch nichts. Aber links geht was. Oder hier. Irgendwie auf die Leiter drauf. Ja, also auf die dieses, auf diese Trittding. Vielleicht geht's ja jetzt. Ja, kann, denke ich nämlich auch, dass ich vielleicht jetzt hoch kann. Aber sich hangeln wahrscheinlich. Jo. Ja. Hoch. Oh Gott, ey. So, und jetzt? Da oben rechts ist noch was. Und da oben links. Oben links ist, nee, ist Handabdruck. Also oben rechts. Also wir müssen erst die. Moment, oben rechts? Ja, oben rechts. Du meinst hier neben der Tür? Oder? Nein, rechts. Ach da. Da oben, genau. Ah, da kannst du drüber springen. Okay, da müssen wir dieses Teil da vorne. Das tun wir dann ja. Nee, nicht in die Richtung, eigentlich in die andere, Richtung, ja. Ah, da war der falsche Punkt, okay. Ja. Nein, nicht ein. Moment. Achso, ja doch, da kommen wir ja entlang. Müssen wir ja dem. Du musst ja erst eine Hand drauf machen. Stimmt. Bin ich richtig, ja. Ja.
Okay, einer muss auch noch. Ich glaube, einer muss auch noch da oben dran. Ja. Ja, aber erst stell dich wieder auf das Ding. Du musst ja genau vor die Tür. Ja, aber das Ding, da schicken wir ja sowieso gleich. Ja, aber ich würde mich trotzdem. Nee. Ja. Hättest du aber auch machen können, als du direkt davor standst. Ja, aber. Das ist doch egal. Mir doch egal. Falsche Seite. Oder? Nee. So wie und Orientierung. Ja. 8 Minuten. Oh. Ja. Hatte der gesagt, oh. Ach, ja. Du bist durchgekommen. Aber ich habe mehr von dir erwartet, Rekrut Holmes. Ach komm, auf. Das war zu langsam. Ja, ist klar. Du musst schneller denken und handeln. Du kannst mehr als das. Noch ein Versuch. Nein. Nö. Nee. Nicht mehr. Aber, aber nett, dass es so, so ja. Spielchen gibt. Vielleicht, ja, vielleicht mache ich das nochmal. Nicht irgendwann alleine, aber das machen wir so heute nicht mehr. Ne? Nee. Genau, damit bringen wir es jetzt zu Ende. Zurück zum Hauptmenü. Und wir hatten ja eigentlich schon den Abgesang gemacht hier. Genau. Und dann doch mal kurz unterbrochen, aber ja. Mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Schöner Bonusinhalt, aber ja. Wie gesagt, wer andere Entscheidungen sehen möchte, spielt selber spielen. Schadet nicht. Also, Spaß macht es ja auf jeden Fall. So, und damit sind wir jetzt endlich raus hier. Und dann seht ihr uns beim nächsten Mal bei Alan Wake, so ihr denn möchtet. Bis dahin sagen Lexi, Sumi und ich. Psi. Ike jetzt, oder? Ike, Psi sagen dann bis dahin. Tschüss.